Da sind wir wieder. Guten Abend, willkommen hier in Halle an der Saale, aus Halle an der Saale, Stierkampf Arena, Eishockey, Halle gegen die Hannover Indians. Guten Abend, Saltan. Hallo, Marc. Grinius, also gleich drei Finnen auf einmal im Sturm. Und ja, was sagen wir jetzt? Hannover, die Indians gewinnen das Pulli. Und da gibt es auch den ersten Torschuss von eben besagten Martinez. Da funktioniert das nicht mit dem Spruch, wenn es quackt wie eine Ente und outet wie eine Ente, ist es eine Ente? Ist es nicht. Ist Martinez Grinius. Guten Abend auch von mir. Ich bin da. Hallo Saltan. Ja, Knaup jetzt hier auch direkt im Torraum von Brett Jaeger. Da hat er natürlich immer eine außergewöhnliche Präsenz. Hier sehen wir gerade, jetzt gibt es die Dynamik in Richtung Gehäuse von Timo Herden. Schöne Aktion. Heika ist es dann mit dem Nachschuss. Waren die Sallebus nicht geordnet quasi in der Defensivbewegung. Hier kann man eigentlich sich schön orientieren, viel zu viel Platz. Ich glaube, es gab noch ein kleines Missverständnis beim Wechseln. Suchomir geht runter, also Affe. Zwei Minuten hier auch in Ordnung. Hausinger. Strafe angezeigt. Irgendwas schackelt bei Salituro und wir weinen. Suchomir und gleich noch ein paar mehr. Ja, das hatte sich jetzt ein bisschen angebahnt. Valentinstag ist das in 15 Tagen. Genau, ein Auge drauf haben. Das war jetzt nicht, dass das aus dem Nichts kam. Jetzt, genau, das war schon. Eigentlich war die Szene vorher. Hier gibt es schon auch den Stockschlag dann von den Leichten. Also, das hätte ich jetzt auch noch nicht gepfiffen, vor allem nicht in Unterzahl. Aber da hat sich eben ein bisschen was aufgebaut und Viawein läuft dann nochmal hin. Wird es die Strafe geben. Ja, das sind dann halt die Stürmer, die lösen das dann halt mit den Schlägern. Rausschießen jetzt Köhler direkt mit der Scheibe. Grinius. Eieieiei. Das wäre natürlich ein schöner Move gewesen, so von der Strafbank zu kommen. Aber Grinius aktuell mit nicht viel Schlägerglück. Technisch kann er viele Dinge, haben wir gesehen. Zu Beginn der Saison, ja. Und als es dann weiter reinging, aber... Ja, ich glaube, so eine Grundanspannung oder Spannung ist ja eben durch die Tabellensituation auch gegeben. Von daher, sehr schöner Puck. Sehr schöner Puck. Herne, Essen, Duisburg. Oh. Jetzt ist das war aber mit Absicht. Also das passiert keinem Spieler, dass er aus Versehen so in den Torhüter läuft. Das muss jetzt auch keiner erzählen oder sagen, Mensch, da wollte doch aus dem Weg gehen. Zeigt uns die Slow-Mo. Da wollte keiner aus dem Weg gehen. Also, Ruck, Deschel fährt runter. Hauptschiedsrichter kommen zu uns. Und wir sehen die Slow-Mo. Herden geht spät raus und hier hat alle Zeit der Welt, auch der Spieler aus dem Weg zu gehen. Er sieht, dass er jetzt die Scheibe hat. Er kann bremsen, vorbeilaufen. Er wollte überhaupt nicht aus dem Weg gehen. Ja, das sieht jetzt aus, als wäre er hängen geblieben am Bein. Natürlich ist das nicht. Und das weiß er selber auch. Und ja, hat er eigentlich gut das Glück, dass Walters da einen ruhigen Tag hat. Und hätte man direkt auch mit der Kettensäge eine härtere Reaktion erwarten können, sage ich mal. Aber ja, passt zu dem, was du gesagt hast. Es bleibt kurzweilig, auf jeden Fall. Das trifft sehr gut. Hier sehen wir nochmal die Aktion ans Das. Würde ich jetzt auch im Replay sagen. Hat der Schiri gut gesehen. Keine Kann Strafe. Man laufen lassen. Ja, denke ich. Hat sich auch, glaube ich, Sergi, ist das nicht wirklich. Thank you.
jetzt das nochmal nachgearbeitet. Also ja, es wird wohl dabei bleiben, dass es hier etwas nickliger bleibt. Und ja, muss man auch können, müssen beide Seiten können. Macht Spaß. Jetzt das Interview mit Marc. Erik, viele, viele Nicklichkeiten zum Zugucken. Ziemlich spannend, aber das fetzt nicht für euch, oder? Ja, es sind halt viele Unterbrechungen im Spiel, da kommt man nicht so in seinen Fluss. Aber es war klar, dass es so ein Spiel wird. Ich meine, wir sind punktgleich da, es geht um den vierten Platz. Und da wird natürlich um jeden Zentimeter gekämpft, deswegen ist das normal. Wo kann eine Lücke sein aus deiner Sicht, die ersten 20 Minuten? Ja, ich glaube, dass wir läuferisch eigentlich gut drauf sind. Wir müssen bloß versuchen, die Scheibe ein bisschen mehr zum Tor zu bringen. Verkehr vorm Tor ist kein großer Torhüter. Deswegen haben wir da unsere Möglichkeiten und ich denke, wir kriegen auch noch unsere Überzahlchance. Danke, gute Pause. Danke. Durch die Halle und das sind wir hier. Wir haben Bock auf Dritte 2 und sind natürlich ganz, ganz toll gespannt, wer hier so ein bisschen das Momentum für sich gewinnen kann. Mega ausgeglichenes erstes Drittel mit vielen Verrücktheiten auf beiden Seiten. 4 Sekunden, Schmitz steht schon bereit. Sakian ist es. So, physikalisch ist es möglich, Tore zu erzielen heute Abend. Jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's los. Schöner, ja, ein schöner Satz. War eigentlich so ein bisschen, wie du es gesagt hast. Ganz viel Holperei vorher, zweimal schon eigentlich die Scheibe verloren, aber sie ist drin geblieben, man hat sie drin gehalten und dann über Umwege, das Tor war natürlich dann wunderschön. Und da kann auch ein Brad Jaeger da nichts mehr tun. Ja. 37. Spielminute. Nach einer stärkeren Phase der Bulls, die Indians erstmalig in Unterzahl gegangen. Präsentiert von Metallbau Klotz, die 19. Georgi! Zu Spiel Nummer 1, Kampf an unserer 22. Tore! Zu Spiel Nummer 2, präsentiert von Malerfach Besitz der Nennige D80. Martinez! Und Ordnung muss sein, erstmal der hier, neuer Spielstand. Halle! Gestern. Danke! Ja, ich habe jetzt nichts gesagt, weil heute die Absprache ist, dass wir quasi den Hallensprecher, der Marc sehr ähnlich sieht, immer laut ziehen in den Stream, wenn ein Tor fällt. Was wir in der Regiebesprechung... Müller, glaube ich. Müller war es. Weihrauch, fair gegen Palka. Aber hier war selbst die letzten 15 Sekunden noch ordentlich Action. Ja, Spannung bleibt. Spielstand 1:1. Jetzt das Interview mit unseren Gästen. Wie immer gilt, holt euch ein Bier, bringt eins weg. Wir hören uns zum dritten Drittel. Maximilian Pohl ist bei uns. Tja, jetzt sind Tore gefallen und jetzt ist das Spiel irgendwie dann doch schneller geworden. Zum Glück sind die gefallen, auch für uns, weil das war das richtige Antwort auf das Gegentor. Und ich glaube, es ist ziemlich spannend bis jetzt, ja. Und jetzt, wo der Bann einmal gebrochen ist, geht es so weiter im dritten Drittel? Ich glaube nicht. Dadurch, dass wir das direkt wieder ausgeglichen haben, wird das so taktisch hochdefensiv weitergehen, wie es gerade war. Und bis einer den ersten Fehler macht und das wird dann das Ding entscheiden, bin ich der Meinung. Wir sind gespannt. Danke, gute Pause. Ciao. Dritte, dritte. Los geht's. Halle gegen die Indians beginnt. Letztes Drittel.
Stars auf Grinius. Und jetzt direkt der Gegenzug. Heika läuft noch. Eieiei. Zack, war er drin. Die Gäste gehen in Führung. Heika war es, glaube ich, direkt. War keiner mehr dran. Seitz, ja, haben vielleicht wahrscheinlich alle sogar mit dem Pass gerechnet oder darauf spekuliert. Hier viel, viel Platz. Ja. Irgendwie ganz verrücktes Tor. Wir müssen uns nochmal unsere Ruhe angucken. Oh, jetzt wird nochmal ein Videocheck, höre ich gerade. Bin ich mal gespannt. So eigentlich. Also ich habe auch nicht gesehen. Ich mal kurz ein, ich muss ja hier normalerweise 12 andere Sachen machen. Also der Hauptschiedsrichter Nummer 2 sagte gerade, auf dem Eis gutes Tor, aber Videocheck. Ich höre Akte X Musik, ich bin zu Hause. Tor wird gegeben. Ja, das hätte ich mir jetzt gewundert, aber ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, es hat jetzt auch nicht so viel Spielfluss genommen und so viel Zeit, aber hier war auf jeden Fall der Abstand schon nicht gestimmt. Durch die Beine dann noch, also ganz verrückt. In der zweiten kurzen Pfosten. An kurzen Pfosten rein. Ja, verrückt. Schönes Tor, spannendes Tor, kurioses Tor. Und ja, Schiedsrichter gibt das Tor. Ja, glaube ich auch. Mehr. Ja, ja, ja. Hier, das war auch die Indians hier auch nicht gut gemacht, die Bulls aber hellwach, nehmen die zweite Scheibe. Brad Jaeger muss mal eine, und das ist jetzt gar keine Kritik an ihm, hat mal eine nach vorne abprallen lassen, und für diese Scheibe ist aber der Verteidiger zuständig weiterhin, also auch die Aktion der Bulls gefährlich, und Brad Jaeger muss eingreifen. Eieieiei. Das war natürlich jetzt aber auch noch mal ein Hammer-Tor. Er stand genau richtig und zieht dann noch ab. Eieiei. Jetzt klingt es für die Saale Bulls. Also das hat wirklich gesessen. Absolut. Da war nichts zu halten. Nichts zu machen, ausgeschlossen. Hier, die Scheibe kam spät runter. Kurze Unordnung. Pohanka steht genau richtig und ballert einfach drauf. Wahnsinnig schönes Tor, muss man wirklich sagen. Ist ja das schönste Tor heute. Und da gibt es überhaupt nichts zu überlegen. Und was wird jetzt natürlich besprochen? Jetzt wird der 20 Sekunden. Ja. 2-4. Ja, das wird doch, glaube ich, nicht nochmal angepfiffen. 6 Sekunden vor Schluss wird das relativ schwierig. Glückwunsch an die Indians. Wie gesagt, auf die Tabelle habe ich jetzt noch gar nicht geguckt. Nehmen wir dann auseinander. Vielleicht haben wir im Pressegespräch kurz Zeit, drauf zu gucken. Viele, viele Grüße. Glückwunsch an euch, liebe Indians. 2-4. Ja, natürlich die Ersten jetzt die Halle verlassen. Das ist klar. Sonntagabend. Man ist jetzt auch ein bisschen enttäuscht. Schämen müssen sich die Bulls auf keinen Fall. 4-2 klingt jetzt natürlich auch erstmal hart. Aber wir haben echt ein gutes Spiel gesehen, und irgendwie würde ich mich freuen, wenn beide Teams in die Playoffs kommen oder zumindest die direkte Qualifikation schaffen. Nochmal herzlichen Glückwunsch an die Indians, auch an die mitgereisten Fans, und die Bulls-Fans lassen sicherlich den Kopf nicht hängen. Kai wird die richtigen Worte finden. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, bis bald.